Hallo, ich möchte heute mit euch eine kleine Zwischenbilanz ziehen, wie es unsere Ackerfrüchte unter biologischem Anbau geht im ersten Jahr. Wir haben jetzt 4 Wochen von starker Trockenheit hinter uns und für die Jahreszeit extremer Hitze. Und in den letzten 2 Wochen hat es jetzt wieder ein bisschen mehr geregnet, aber leider dann auch wieder gleich Starkregenereignisse, was jetzt auch nicht optimal ist. Ich stehe jetzt hier in den Ackerbohnen. Die haben uns eigentlich am wenigsten Sorgen gemacht, weil wir da im konventionellen Anbau schon immer nur gestriegelt haben und keine Pestizide angewendet haben. Und einen Dünger brauchen sie auch nicht, einen Stickstoffdünger zumindest nicht, weil den können sie aus der Luft fixieren. Aber heuer schaut es nicht so gut aus. Wir haben relativ starke Verunkrautung. Das kommt von der starken Trockenheit und weil wir die Bohnen nicht tief genug im Boden gekriegt haben. Die sollten 5 bis 8 Zentimeter drin sein, aber wegen unserer Sämaschine hat das leider nicht funktioniert. Und dazu kommt nur, dass das Saatgut eine verminderte Keimfähigkeit gehabt hat. Drum sind wir jetzt nicht so zufrieden, aber hoffen, dass es trotzdem nur einigermaßen guter Ertrag wird. Und hier sieht man auch den Flughafer, der ist hier extrem im Feld und wir hoffen, dass wir den auch irgendwann wieder loskriegen. Auf der anderen Seite sieht man den Weizen. Mit dem sind wir eigentlich recht zufrieden. Obwohl der keinen Stickstoffdünger gekriegt hat, steht er ganz gut da. Und das kommt auch daher, dass die Vorfrucht Raps war, der ja ein Schwachzehrer ist und daher viele Nährstoffe im Boden gelassen hat. Unser Tritikale, die seht ihr jetzt leider nicht, aber die steht auch einigermaßen gut da. Allerdings war da die Vorfrucht Weizen, der auch schon einige Nährstoffe aufgebraucht hat. Das heißt, die ist ein bisschen schwächer. Unsere Gerste, das ist eine Sommergerste, die hat ein paar Krankheiten und auch die Trockenheit hat ihr ziemlich zugesetzt. Und da wird der Ertrag relativ schwach ausfallen, wenn man nicht die richtige Sorte kriegt und hoffen, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Dann haben wir noch unseren Hafer, der schaut wirklich gut aus und ja, da sind wir sehr zufrieden und auch die Untersaat dort geht ganz gut auf. Aber das zeigen wir euch in einem anderen Video. Dann bis bald. Servus!